finde, das ist ein sehr ein wichtiges Urteil. Das ist das erste Urteil, in dem ein privatwirtschaftlich tätiges Unternehmen ohne Staatsbeteiligungen verpflichtet wurde, einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu leisten. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass das Urteil unter rein juristischen, rechtlichen Gesichtspunkten auf sehr dünnem Eis steht. Wir leben in einem System, wo die Gewaltenteilung herrscht und eben der Gesetzgeber ist verpflichtet, Regeln zu machen, an denen sich die Personen, privaten Personen und auch die Unternehmen daran halten müssen. Es gibt zudem auch kein Gewohnheitsrecht, keine internationale Praxis, die allgemein akzeptiert ist, in diesem Ausmaß, dass sich ein Privatrechtssubjekt darauf verlassen kann und sein Verhalten danach ausrichten kann, sich so oder anders zu verhalten. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das natürlich ein Problem für die Rechtssicherheit und die Voraussehbarkeit, die natürlich gegeben sein muss. Die rechtliche Grundlage des niederländischen Urteils gegen Shell ist eine Rechtsnorm im niederländischen Deliktsrecht, im außervertraglichen Haftungsrecht, die sehr breit formuliert ist und eigentlich vorsieht, dass eben Privatrechtssubjekte in ihrem alltäglichen Handeln sorgfältig handeln müssen und eine gewisse Vorsicht walten lassen müssen. Und diese allgemeine Sorgfaltspflicht wurde durch das Gericht konkretisiert unter Heranziehung von Grund- und Menschenrechten, von internationalen Standards und auch von den Klimawissenschaften. Die bislang in der Wissenschaft und auch in der Praxis noch weitgehend offene Frage lautet, wie dann dieses Zusammenspiel zwischen einer privatrechtlichen Haftungsnorm mit eben öffentlich-rechtlichen Grundrechten, internationalen Menschenrechten, auch internationalen Standards und am Schluss auch mit Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften, aus den Klimawissenschaften überhaupt funktioniert. Und inwiefern das möglich ist, eben diese allgemeine Sorgfaltspflicht so zu konkretisieren. Man muss auch sagen, dass die nationalen Rechtsordnungen sehr unterschiedlich strukturiert sind, eine andere Tradition haben und dass man das Urteil nicht eins zu eins jetzt auf andere Länder übertragen kann. Insbesondere drei Argumente. Ein prozessrechtliches Argument: Es gibt nicht dieses Instrument, dass eben NGOs oder andere Interessenvertreter eine Klage gegen ein Unternehmen vorbringen können. Es gibt insbesondere auch sehr große Schwierigkeiten bei der Erstellung der Rechtswidrigkeit, warum jetzt das Unternehmen gegen geltendes Recht verstößt. Und drittens ist es ein großes Problem, dann tatsächlich die Kausalität nachzuweisen, weshalb jetzt dieser Beitrag des Unternehmens tatsächlich die Ursache ist für den Klimawandel und ein Unwetterergebnis, das dann zu einem Schaden führt. Das ist ein Verfahren, wo eben die Klimaseniorinnen gegen die Schweiz klagen, also ein Staat. Aber daraus, so ist zu hoffen, ergeben sich auch weitere Konkretisierungen zur Bedeutung der Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Klimawandel.